Wir sind mit Shakusa in Köln, weil du ein neues Musikprojekt planst, wie ich gehört habe. Magnolia ist draußen und jetzt ist schon direkt das nächste Projekt am Start. Ja, also ich habe ja jetzt wieder Zeit und ich habe auch voll Bock, Mucke zu machen. Und jetzt habe ich halt zwei Boys ins Boot geholt und wir wollen halt echt so, jetzt sage ich schon Boys im Vorhinein, wir wollen das ein bisschen so Boygroup machen, also ein bisschen poppiger und ein bisschen mit mehr Synthies arbeiten in Zukunft. Magnolia war ja auch schon poppiger im Vergleich zu den Sachen, die du früher gemacht hast. Also die Richtung möchtest du irgendwie Ja, ein bisschen, fortschreiben? nee, schon ein bisschen verlassen. Also ich habe jetzt noch zwei Jungs von vor mit dabei. Kann ich aber noch nicht sagen, wer das ist. Aber Artists, die da schon länger sind, oder wird da jemand Ja, neu gesigned? schon. Also die sind schon, ich bin ja jetzt auch gerade der Neueste, von daher sind die auf jeden Fall länger dabei. Möchtest aber Und nicht sagen, nee, was das wird ist. noch kommen. Also da geben wir noch Bescheid. Ja, ansonsten der Sound wird sich halt auf jeden Fall komplett unterscheiden von dem, was wir alle bis jetzt gemacht haben. Also wir haben uns zusammen irgendwie so der König tanzt angehört und haben das extrem abgefeiert. Klingt zwar komisch, ist aber so. Und so in diese Richtung wollen wir ein bisschen gehen. Auch so live auf der Bühne mehr abgehen, ein bisschen rumtanzen und so. Du hast ja gerade erst den letzten musikalischen Bruch. Du hast mit Battle Rap aufgehört und ne, neue Wege eingeschlagen. Das ist jetzt erfolgreich gelaufen und jetzt trotzdem direkt noch einen Schritt weiter Ja, und das auch natürlich. wieder Also, das lassen? ist ja auch so. Ich bin ja jetzt schon wieder gealtert und je älter ich werde, desto mehr werde ich mich verändern in Zukunft. Vielleicht machen wir auch noch mal ganz was anderes. Vielleicht machen wir irgendwann mal Death Metal oder so. Okay, und jetzt sagst du Boygroup-Richtung. Das heißt, ich sehe drei vom Music-Rapper Und mit coole Outfits halt Choreografien und auf der. so. Also, richtig coole Outfits, die auch von der Schneiderin gemacht werden. Und da, das wird auf jeden Fall der Hammer. In welche Richtung soll das denn dann musikalisch gehen? Also poppig Ja, kann ja alles heißen. also ich hoffe, dass Stickle und Steady wieder dabei sind, aber auch ein paar Jungs aus England. Also die fahren ja eh gerade auf alles ab irgendwie. Und mal gucken, was da noch kommt. Also gerne auch elektronische Ja, Sachen, wie man das von sowieso. Also, Materia sonst kennt. ja, genau. Wir sammeln halt Beats jetzt gerade, aber halt alles komplett abgedreht und nicht mehr so, wie wir alle jetzt Musik gemacht haben. Wie rappst du dann dabei? Ja, ich glaube, wir werden eher mehr singen. Also so Rap hat er ja jetzt gerade eigentlich. Von uns dreien auf Rap hat keiner mehr Bock. Wir wollen da schon mehr singen. Also wir singen alle definitiv. Also du und zwei andere For Music Rapper wollen eigentlich am liebsten aufhören zu rappen und mehr singen. Ja, nicht aufhören, aber es wird das nächste Projekt auf jeden Fall das mal beiseite legen und dann halt wieder mit Rap weitermachen. Das haben wir jetzt lange genug gemacht und jetzt haben wir halt einfach mal Bock auf Singen und wir haben einfach so die Zeit dazu und alle haben einfach Bock und das ziehen wir jetzt durch. Was wird das dann thematisch? Worum geht's dann? Du bist für melancholische Sachen Ja, bekannt, aber das passt da ja wir vielleicht wollen nicht das ein so. bisschen oberflächlicher gestalten. Das soll halt nur Feiermucke werden, so extrem, also so wie Deichkind gerade macht. So in die Richtung soll das gehen. Deichkind aber in gesungen. Ja, genau. Perfekt. Die perfekte Mische. Wird es Features auf der Popwelt auch geben, wenn ihr da Ja. jetzt voll angreifen wollt? Wir haben auf jeden Fall jetzt schon einen Dance Act aus Amerika. Den darf ich aber auch noch nicht verraten, weil sonst sprengen die Verträge wieder. Also wenn ich jetzt im Vorhinein schon ausplaudere. Aber auf jeden Fall der Auch Hammer. mehr die Popstar-Richtung. Ja, sowieso, ganz klar. Gibt es denn schon einen Namen für die neue Gruppe oder für das Projekt? Nee, wir nehmen unsere drei Anfangsbuchstaben immer mit einem Punkt dazwischen und es wird auf jeden Fall einen gewissen Schock geben dann, weil es ähnlich klingt wie Alben, die schon draußen sind. Gut, also poppiger wird es. Ich kann es mir grob vorstellen. Wann wird es das erste Musikvideo geben? Und kannst du vielleicht schon. Ich möchte mir das vorstellen, wie ihr Ja, auftritt wir auch. müssen ja jetzt, noch krass trainieren. Also sobald wir alle drei so austrainiert sind, dass wir das Video drehen können, dann fangen wir an. Ich glaube, in 2 Wochen sind wir alle drei soweit und dann legen wir Da müsst los. ihr austrainiert sein für Ja. das. Werden Gewichte gesteckt? Ja, jetzt auf jeden Fall noch. Aber im Aber im Video, Video dann? nee, aber das Tanzen so, da brauchst du voll viel Kraft. Also das geht ja nicht, es geht ja voll auf die Beine. Also das Thema Tanzen nimmt ihr auch wirklich ernst. Wir Das wird ziehen das dann. durch. Das macht ja auch Bock. Also wie gesagt, jetzt ist auch gerade dieser, wie heißt der, Gangnam-Style voll. Und das hat uns auch ein bisschen inspiriert. Diese Oder Harlem Shake. Harlem Shake, genau, das hat uns inspiriert dazu, das zu machen. Läuft ja gerade voll. Warum sollten wir da nicht auf den Zug aufspringen? Macht Sinn. Du jetzt dann so, um so einen viralen Effekt zu erzeugen, ist dann mit dem Label abgesprochen, dass man dann auch so einen Tanz hat, der von anderen Leuten nachgetanzt werden Genau, kann für so in diese YouTube. Richtung soll das laufen. So. Kannst du den schon zeigen oder kommt das auch noch? Ach nee, das kommt noch so. Ich habe auch die Choreografie noch gar nicht so wirklich gelernt. Von daher wäre das jetzt voll, voll schwach. Also es muss ja auch dann geil aussehen, wenn ich das mache. Aber bald gibt es eh was zu sehen. Gut, bald gibt es das erste Video, es wird getanzt und dann geht ihr auf große Boygroup-Tour. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon geplant 14 Dates. Und die Leute werden sehr überrascht sein, was wir da abziehen. Aber wird ziemlich geil.
Gut, dann treffen wir uns noch mal, wenn du noch mehr erzählen kannst, würde ich sagen. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sehr gespannt, auf jeden Fall. Die ganze Welt kann gespannt sein, was wir da auf die Beine gestellt haben. Okay, ich werde das erstmal nochmal verarbeiten und wir treffen uns dann nochmal, wenn es mehr davon gibt und wenn du vielleicht verraten kannst, wer die zwei anderen Rapper von Music sind. Mach das. Auf jeden Fall viel Erfolg dann beim neuen Projekt. Tschüss.